Wir haben Dr. Octopus geschnappt, aber den grünen Kobold verloren. Keine Sorge, wir verfolgen ihn. Ziel gefunden. Er geht zum Oscorp Building. Was sollte der grüne Kobold in einem gänzlich legalen und komplett harmlosen Bürogebäude wie Oscorp wollen? Finden wir es raus. Das wird nicht nötig sein, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Direktor Fury braucht Sie und Cap im Labor. Wir müssen mehr über diese besonderen Steine und ihre Verwendung herausfinden. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dringend. Denn große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Der grüne Kobold wurde beim Betreten des Oscorp-Buildings gesehen. Begebt euch dorthin, findet ihn und bringt den kosmischen Stein zurück. Wir müssen wohl unseren eigenen Weg zu Oscorp finden. Nicht einfach bei dem Chaos, das die hinterlassen haben. Yeah, die Geschichte geht weiter. Hawkeye und the Black Widow. Ja, dürfen wir jetzt das nächste spielen. Ich sehe schon der gute Herr hier mit Pfeil und Bogen unterwegs. Und was willst du mir sagen, wo ich hin soll? Cool. Was ist denn mit dir verkehrt? So, was Goldenes können wir, nehme ich mal an, nach wie vor nicht zerstören. Denn ich glaube nicht, dass das Feuerpfeile sind. Na, wer hätte das gedacht? Aber was ist denn deine Spezialität? Oh, du schießt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Muss ja erstmal die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere auch hier kennenlernen. Ja, wir haben es gesehen. Der Kobold ist leider verschwunden. Dr. Octopus wurde zwar besiegt, aber das reicht leider noch nicht. Und sehr schön, dass diese kleine Geistfigur einem immer zeigt, wo man als nächstes hingehen soll. Deswegen ja auch dann hier diese leicht durchsichtigen Steine. Das ist ja bei den Lego-Spielen nach wie vor nicht anders, dass einem hier gezeigt wird, wo man als nächstes lang gehen soll. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man soll ja nicht... Genau das sollte man nicht tun. Man soll ja nicht permanent durch die Gegend irren und nicht wissen, wo man als nächstes lang soll. Aber es ist neu, dass die Legosteine alle so lange brauchen, bis sie mal kaputt gehen. Das ist irgendwie komisch. Es ist ungewohnt, dass ich immer so ewig draufhauen muss. Achso, der versucht das erstmal umzudrehen. Oh, was haben wir hier für Spezialfähigkeiten? Silberfarbene Objekte anzuvisieren. Ah. Und dann, um einen explosiven Pfeil... Kann ich hier noch... Wow. Okay. Ah, das ist... Sieh dich um, ob es in der Umgebung zieht. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn wir hier noch etwas mehr rumwüten. Ah, ich kann die Pfeile reinstecken und die kann ich dann als Schwungstab missbrauchen. Coole Idee. Ah, ja, das funktioniert doch schon mal ganz gut. So, hier sehe ich doch schon wieder was. Blau-Weiß heißt immer springen und das heißt, hier wird es wohl zu einem kleinen Secret gehen. Denn die Minifigur läuft untenrum weiter. Oder da oben ist einfach nur ein Schalter. Schlaue Charaktere. Was heißt denn hier schlau? Was ist an ihr denn nicht schlau? Oh, jetzt muss ich mit ihr hochlaufen. Ah, wie völlig unnötig. Dass sie nicht automatisch hinterherkommt. Klar. Soll ich vielleicht auch noch deine Wäsche machen? Ach, wenn du jetzt schon so fragst. Dann natürlich schon. Ach, wollte schon sagen, wie sie ist nicht akrobatisch genug. Dann wüsste ich nämlich nicht, wie ich sie da hochkriegen soll. Ist ja sehr, ist ja rassistisch hier, dass der Mann nicht schlau genug ist. Frechheit. Was wollen die hier von mir? Strom abdrehen. Ah, damit hier die... Das Elektrozeug immer weggeht. Okay, er ist automatisch unten. Aber warum haben wir das jetzt gemacht, wenn die Figur nach da unten geht? Was gibt es hier noch zu machen für uns? Ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen, deine Pfeile dauern mir nämlich ein bisschen zu lang. Aber wirklich was abschießen kann ich ja auch nicht. Hm, seltsam. Ich weiß jetzt irgendwie nicht so genau, wofür ich das gemacht habe. Vielleicht klärt sich das ja nachher noch auf. Angriffen ziehen. Ja, dann markier mal.
So, also fast jeder Charakter hat einmal die Möglichkeit, irgendwie sowas zu ziehen. Hawkeye, Spider-Man, Mr. Fantastic. Hier sind lauter Silberfiguren, die wir natürlich... Doch, Moment mal. Sind die Schusswaffen? Können die Schusswaffen die nicht zerstören? Hier scheinen die Angestellten per Scan überprüft zu werden. Hm. Ist doch kein Problem für dich, oder? Ich dachte eigentlich. Weil Iron Man das ja kann. Oh, das ging ja, das war ja simpel. Innerhalb des Hochsicherheitstrakts des Oscorp Buildings wird in Norman Osborns Laboren nach streng geheimen, radikalen neuen chemischen und genetischen Technologien geforscht. Wo warst du so lange? Clint, das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay. So, schnappen wir uns den. Den Kobold. Autsch. Erstmal. Musst du das hier aufmachen. Seid vorsichtig. Wir müssen ihn und diesen kosmischen Stein finden. Ach, ich muss hier erst selber noch was machen. Stimmt das so? Ah ja, alles klar. So, Spidey, los geht's. Ah, ich sehe schon da oben. Da werden wir dann irgendwas Nettes draus basteln können. Tut mir leid, dass ich euer ganzes Labor jetzt auseinandernehme. Aber es geht nicht anders. Wie, ich muss hier nicht mehr was bauen. Aber da kam noch extra so ein blaues Ding runter. Das finde ich hier gar nicht mal okay. Ah, hier gibt, kann ich leider selber noch nichts machen. So, hier komme ich auch nicht rein. Hier muss ich noch was zerstören, nehme ich mal an. Damit wir hier so eine lustige... Nee, ich glaube nicht. Greifen die uns jetzt an, oder was? Die greifen uns auf einmal an, die Labortypen. Geht doch so nicht. Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Explosiv. Genau. Ich hätte schwören können, dass ich damit... Ne, Silber kann ich damit wahrscheinlich nicht kaputt machen, oder? Das war jetzt kein Silber. So, wieder dieses komische Hex-System. Was hier irgendwie ziemlich komisch ist. Blau, gelb, rot. Ach, so ist das immer gemeint. Sie haben alle unterschiedliche Farben. Okay, jetzt habe ich das Hex-System auch verstanden. Alles gut. Ja, genau. Alter, was ist denn da los? Alarm. Sicherheitslücke. Notprotokolle aktiviert. Das ist nicht gut. Okay. Greifen wir das doch mal und ziehen das Ganze auseinander. Jawohl. Übersinnliche Kräfte. Gibt es hier einen Bosskampf gegen den Kobold oder was? Getroffen! Wollt ihr nicht die Treppe nehmen? Ha!
Autsch. Vorsicht, möglicher Laboreinbruch durch große Explosion bestätigt. Bitte möglichst unpanisch zum nächsten Ausgang rennen. Mit einem Lift angegriffen? Was ist mit mir los? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass da Deadpool gerade in dem Aufzug war? Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Wie cool ist denn bitte die? Das Easter Egg. Oh. Ich glaube, der war im Intro, war der auch mal irgendwo kurz gewinkt, gell? Rechts an der Seite. Sau cooles Feature. Da oben geht's gleich weiter, oder wie? So, einmal nach oben, bitte. Spidey ist schon endcool. Ach so, hier brauche ich auch erstmal wieder übersinnliche Kräfte, oder? Nee, nicht? Hä? Ah, da drüben ist was. Alter, was für Sounds es aber auch gleich macht. Huch. Eigentlich nur nach oben. Drück den kosmischen Stein raus, Kobold. Das Spiel ist vorbei. Dabei hat es doch gerade erst begonnen, Netze. Fang mich, wenn du kannst. Ich werde mein Bestes tun, damit ich dich fange. Du entkommst uns nicht. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Doch schon. Hab's mittlerweile schon verstanden. So, und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich wieder wechseln müssen. So, wie kommt sie jetzt da hoch? Nee, das glaube ich war nicht so beabsichtigt. Nee. Sollen die vielleicht doch nicht so hochkommen? Aber irgendwie muss ich die hochkriegen, weil das garantiert doch. Nicht ich machen soll. Ja, aber wie kriege ich die jetzt da hoch? Na, da kannst du dich tarnen, was du willst. Ah, vielleicht muss ich mit ihm das da erst kaputt schießen. Ja! Das ist richtig. Genau, mit ihm kann ich das nämlich da hinten auch kaputt schießen. There we go. Lösen die Laser aus. Es muss einen Weg daran vorbeigehen. Okay, das war. Ah ja, genau. Vielleicht etwas voreilig. Nee, ich glaube, da kommt nicht, sogar nicht mal Spidey durch. Wir machen. Ah, vielleicht in ihrem Tarnmodus. Ganz genau. Denn sie sieht man ja nicht. Was soll sie dann machen? Ah, sich einfach da dran hängen. Okay, jetzt sind die anderen schon da. Und da ist er, der Kobold. Und sein schwarzer kosmischer Stein. Tut mir leid. Aber ihr drei scheint mir nicht die richtigen Besucherausweise zu haben. Doom, ich mach mich gleich auf den Weg. Wow, ganz schön anstrengend, hier einen Besucherausweis zu bekommen. Oh. Es stinkt. Der Kobold und der kosmische Stein müssen warten. Wir müssen hier raus.
Und zwar schnell. Spidey, kommst du da hoch? Ach du Scheiße. Venom. Oh, okay. Erstmal speichern, das ist eine gute Idee. Holy shit. Und ich dachte, wir kommen hier schon zum Kobold, aber ganz so einfach wird's wohl nicht. Jetzt ist auch noch Venom da. Wenn das nicht spannend wird, dann weiß ich es auch nicht. Also unbedingt wieder einschalten, auch in der nächsten Folge von Lego Marvel Superheroes.